Ah, genau beim Trinken erwischt. Blum. Blum. Blum, 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 blum. Bitrate instabil. Aber sie sind live. Herzlichen Glückwunsch. Sowas lobe ich mir. Mitten in der Action kackt das ganze OBS ab. Ich weiß es nicht. Aber immer so gegen 1 Uhr. 1 Uhr, 2 Uhr ist immer dieser Wurm drinne. Egal, wir machen weiter, wir machen weiter. Dann werden es halt zwei Teile. Also für alle, die jetzt erst einschalten, ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gelaufen, haben ein bisschen versucht, Chaos zu stiften. Und nun stiften wir weiter Chaos. Haha, los, weiter geht's hier. Bam, hau rein hier rein. Wir suchen den Gegner. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich wurde rechtzeitig informiert, dass OBS weg war. Ich habe gleich Pause gedrückt. Gucken wir jetzt mal hier, dass wir hier noch diese Ortschaft einnehmen, weil ich sehe schon, ist ja auch schon wieder ganz schön spät. Ganz schön spät. Jetzt muss ich erstmal dieses komische Moped einnehmen. Sehr schön habt ihr es gemacht, genauso lobe ich mir das. So, tot durch das Schießen. Kann man eigentlich auch hier was anderes nehmen? Nee, habe ich gar nicht. Okay. Aber schön ist, dass der Gegner seine Panzer nicht mehr einnimmt. Das heißt, im Endeffekt brauche ich nur hier raus, den Fahrer weghauen und dann ist Ruhe. Du Glück gehabt, ich wollte gerade abknallen. Ja, die scheint für uns zu kämpfen hier. So, da ist er hier. Okay, da ist nix. Wo sind hier noch die Gegner? Hallo? Ich bin hier. Wo seid ihr? Ihr sucht auch schon, ne? Keiner da. Ich sehe aber leider meine Gesundheit nicht, deswegen. Genau. Träng den ab. Träng den ab, Digga. Ich komme. So kann man das auch machen. Perfekt, Leute. Super Teamwork. So, haben wir runter heute den Vogel. Vorsicht, weg da! Zack. So lobe ich mir das. Genau so muss man das machen. Ich glaube, die ganzen Sammelobjekte sind oben auf dem Dächer, oder? Uiuiuiui, was ist denn mit dir nicht richtig? Eingeschlafen am Steuer? Weg hier. Ja. Springt seinen eigenen Panzer in die Luft. Jetzt komm mal weg, das Ding da. Schieß mal einer drauf da. Okay, scheint. Lange macht das nicht mehr. Der ist gleich hin. Sehr schön. Sehr schön. Wo ist hier? Wo ist hier noch was zu holen? Na, du bist auch hart verwirrt, ne? Also,
Also, hier bringt die Polizei. Nix los hier, so eine schöne Geschichte. Digga, grüß dich. Boah, hier ist aber auch viel los. Leute, was ist denn hier kaputt? Gibt's hier was im Schlussverkauf oder was? Also habe ich das Gefühl, wenn ich mit so einem... Ach, du hast ja einen Panzerfaust. Wie geil ist das denn? Ich habe immer das Gefühl, dass es hier sehr, sehr schwer wird, sobald du in so eine Stadt gehst. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Komm mal, hau ich den Mistkerl da. Zack. Denn drauf geschossen? Ich sehe es doch gar nicht. Sehr schön. Gleich haben wir es. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ich glaube so langsam den Dreh rauszuhaben. Solange der Apache nicht irgendwie mir auf den Sack geht, sollte es eigentlich sehr schick sein hier. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wo ist denn hier noch wer? Wir haben die ja schon alle verjagt. Da oben noch ein Apache. Und da ist noch ein Panzer. Perfekt. Uiuiuiui, noch ein Panzer. So viel zum Thema, ich habe es jetzt verstanden. Ha. Boom, weg hier, Digga. Abknallen, abknallen. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Sehr schön. Genau, Rücken frei halten, da kommt ein Panzer, Digga. Übernimm die rechte Flanke, ich laufe mitten durch. Alter Schwede. Heavy. Heavy. Genau, kommt mit. Wir erobern die Flagge. Hier ist ja gar keiner. Puh. Ja. Ja, war einfach. War easy. Mit links. Oder doch mit rechts. Alter Schwede, stell ich mich hier affig an. Also, schlecht könnte ein Synonym für mich werden mittlerweile. Alter Schwede, das ist aber echt heftig hier, dieser Urzenhäuserkampf. Ich meine, im Endeffekt musst du nur so lange überleben, bis ihr genug Gegner ausgelöscht habt, um dann die Flagge einnehmen zu können. Aber, da hinten sehe ich es. Hüpf. Und bei dieser komischen Mülltonne oder was das ist. Ich sage ja, irgendwo oben muss das sein. Aber das war mir mit dem ganzen Hubschrauber-Gedöns ein bisschen zu heikel. Kann ich eigentlich hier runterhüpfen? Ja, kann ich. Aber dann leidet die Gesundheit runter. Da ist noch ein Panzer. Ein Überbleibsel. Aus alten Kriegszeiten. Also ich sollte definitiv nachher noch speichern, bevor ich ausmache. Ansonsten habe ich ein riesengroßes... Was ist mit ihm los? Zombie. Oh no, die Zombie-Apokalypse. Ach, du bist ein alter Mann. Sorry. Tut mir leid. So, tut mir leid. So, hier geht's nicht hoch. Wo ist hier eine Leiter? Auf der Leiter. Da geht es weiter. Gibt es hier überhaupt keine Leiter? Perfekt. Wie soll ich da rüberkommen?
Irgendwo muss hier eine Leiter sein. Da drüben. Wie soll ich da rüber hüpfen können? Na dann, probieren wir doch mal. Na komm. Steuerung. Perfekt. Perfekt. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ah, hoch. Hoch mit dir hier. Kommt man nicht hier hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Hier ist eine Leiter, aber ich komme nicht hoch. Okay. Das soll mir einer mal erklären. Komme ich denn da rüber? Und gleich tot, hundertprozentig. Da ist eine, verstehe ich nicht. Die leider verstehe ich null. Müssen wir mal von der anderen Seite probieren, ob da irgendwo eine Leiter ist, die nach oben geht. Habe ich keine Munition mehr? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Nehmen wir die hier so lange. Einmal bitte laden. Da müsste ich eigentlich hochkommen. Hätte ich auch gleich nehmen können, ne? Einmal um die Ecke gelürgt, da hätte ich es auch rausgekriegt. So, einfach mal hier hoch. Darüber, ach, da ist eine Brücke. Okay, aber jetzt muss ich gucken, wie ich darüber komme, ne? Ach, du ahnst es nicht. Er kann ja wirklich null hüpfen. Also er kann hüpfen, aber nur auf der Stelle. Was ist denn das für ein Käse? Ich kann auch nicht mal die, den Fallschirm ziehen. Komm, geh da hoch. Ja, das macht ja dann eigentlich mal so fast wie gar keinen Sinn. Du kannst ja nicht mal fallen lassen irgendwo. Da kommst du da rüber. Was bringt es mir, wenn ich da drüben bin? Dahin. Darüber will ich. Und da ist das Teil. Das sieht man ja. Aber wie komme ich denn dahin? Aha. So. Alter. Ja, ich muss mir noch was einfallen lassen. Willkommen im Chat. Zweimal, dreimal steht es jetzt auch schon da. Das ist ja geil, wie er hüpft hier. Läufst du davor, hüpft er gar nicht. Läufst du hier wahrscheinlich? Sehr schön, jetzt habe ich es verstanden. Ah, das ist ja auch erstmal. Du musst hier so einen Kilometer, bevor du vor der Umrandung bist, weg, musst du hüpfen. Das ist ja mal. Grotesk. Grotesk ist das. Und was auch geil ist, ich weiß nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll, ohne Disney hier zu machen. So, wir haben auf alle Fälle auf der Seite alles weg. Das müsste nur noch drüben jetzt zwei Stück sein. Gehen wir mal rüber, Lunzen. Luschern wir mal rüber. Irgendwo muss ja was sein hier. Irgendwo muss hier was sein. Und dann, wenn wir das eingesammelt haben, suche ich mir nur noch was zum Safen. Und dann denke ich mal, da wir heute sehr erfolgreich waren, gerade was mit diesen Übernahmen ist, dann werden wir morgen nur noch mal unten was holen an den Gebieten. Und dann gehen wir mal weiter nach oben und bewerten da noch ein paar Provinzen befreien. Und ich muss mir mal anschauen, dann, wie das mit diesen Nebenaufgaben ist. Welche uns was bringen und welche uns nichts bringen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch über 3000 Punkte. Also an die 3000 Punkte. Hey, gehst du schon wieder? Nö, nö, ich bleib noch ein bisschen, ich bleib noch ein bisschen. Ja, jetzt beschwerde sie auch noch. Lass mich ruhig, ich hab dir gar nichts gemacht. Also er ist sehr, sehr, aufmerksamsbedürftig, so wie nennt man das,
Ist auch geil hier mit der Grafik, ne? Wie man so die andere Seite sieht. Urlaub, du nennst das Urlaub, das ist harte Arbeit für mich. Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie Urlaub geschrieben wird. U-H-R-L und Aup mit P, ne? So, ist hier irgendwo was? Da oben? Da oben? Hoch mit dir. Das ist geil, du stehst vor der Leiter, nichts passiert. Ja, hier, da muss auf den Vorsprung drauf, dann erst kann er die Leiter nutzen. Was ist denn das für ein Käse? Was ist denn hier oben? Ula! Na, was ist denn das hier Schönes? Was haben wir denn hier, was wir nicht brauchen? Den Revolver habe ich eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Achso, wir können das tauschen. Wie geil ist das denn? Scharfschützengewehr. Klicken Sie RS, um das Zielfernrohr zu aktivieren. Zoom-Faktor ändern, indem Sie nach oben und unten drücken. Okay. Wie geil ist das denn? Achso, muss ich mal. Ja, also. Wer der Meinung ist, er hat Augenkrebs? Nein, habt ihr nicht. Ist ja mal geil. So, war eben ja die Munition da. Ah, cool. Kann man sogar noch auffüllen. Jetzt müssen wir hier Anlauf nehmen. Ah, klappt nicht. Aber jetzt. Auch wieder nicht. Ah, ist zu hoch. Oder man drückt einfach nur die falsche Taste. Kann auch sein. So, haben wir es doch. Ist natürlich zu weit, jetzt darüber zu hüpfen, ne? Kann man darüber balancieren? Komm, Rigo, du kannst das. Ich vertraue dir. Ach. Na gut, dass ich kein Geld auf dich gesetzt habe. Da hätte ich jetzt echt mies verloren. So. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was da oben. Das ist die Frage, wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Hier brauchen wir nicht hoch. Muss man mal. Gehst du schon wieder? Ja. Oh, wer sind Sie denn? Hallo junge Dame. Hey Baby. Wie wär's mit Gesellschaft? Hey, süß. Ich muss leider, ich habe noch was zu tun. Ich komme später aber gerne nochmal zurück. Hallo? Hallo? Hast du die junge, hübsche Dame gesehen? Hey, Süßer, willst du dich amüsieren? Ich habe die Beerdigung meiner Mutter verpasst, weil ich ständig besoffen war. Okay, das sind mir gerade zu viele Informationen. Input Error. Weg hier. So, gucken wir mal hier oben. Hier muss ja irgendwo noch ein Collectible sein. Wie komme ich denn da nur noch hoch? Da drüben? Hier irgendwo muss was sein. Wahrscheinlich da oben, ne? Da oben auf dem Berge. Kommen wir nicht hoch, weil wieder keine Leiter da ist. Perfekt. Warum hüpfst du denn so komisch? Hüpft aber auch, das ist der Wahnsinn. Ist es doch hier auf diesem dünnen...
Es ist Lucky. Und ich guck nach oben. Ja, okay. Bergungsmission erfolgreich. Und wir haben eine Trophäe erhalten. Trophy Hunter. Trophy Hunter. Leute, ich glaube, ich bin momentan noch so fit. Wir holen uns noch da dieses komische Rioja-Haus da. Und dann würde ich erst was zum Speichern aufsuchen. Was haltet ihr davon? Wenn einer was dagegen hat, soll er jetzt was sagen? Gut, sagt keiner was, dann machen wir doch das Ganze noch fix. Wir lassen uns mal fix ein Fahrzeug schicken. Oh, wir können nicht die Position da bestätigen. Ne? Da guck mal hier nochmal. Nee. Ja. Geht nicht. In dem Dorf geht nicht. In der Stadt. Oh, dann gehe ich doch aufs Land. Vielleicht sind die Tarife hier zu teuer, dass die nicht liefern. Steht da hinten was? Brauchbares. Ein Pixel, kein Pixel. Das ist schon mal. Aber ich denke mal, da wo das Fahrtenkreuz drauf ist, müsste was Fahrbares sein. Bisschen tiefer. Da sind Schilder, okay. Ich hoffe, mich fährt keiner um. Bumm. Wieder nach links und rechts geguckt. Ja, liebe Kinder, das macht lieber nicht. Ne? Immer schön nach links und rechts gucken. Sieh, Papi, du bezahlst schließlich. Diese Texte, die passen immer irgendwie wie Arsch auf einmal, was ich zu dem sage. So, Freunde der Nacht. Jetzt gucken wir doch mal. Wir müssen jetzt einfach nur der Straße hier folgen. Weil dann würde ich nämlich noch die Mission da machen. Dann haben wir nämlich hier auf der Map alles fertig. Dann brauchen wir nämlich nur noch da unten das zu holen. Dann haben wir die Provinz hier abgearbeitet. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir jetzt einfach geradeaus weiterfahren. Nicht abbiegen. Dann sollten wir eigentlich direkt drauf zufahren. Also, also, hier spricht die Polizei. Oder ist das, weil ich so schnell fahre? Aber ich habe gar keine Tachoanzeige in dem Auto. War da was? Ich habe nichts gesehen. Da war nichts, kann ich euch versichern, da ist nichts gewesen. Wir stehen hier auf der Straße. Leute, macht euch doch weg von der Straße. Alle irre hier. Ich sag doch, und ich bin der Wärter hier in diesem Irrenhaus. Man nennt mich auch Vigo. Rodriguez, genau. So, Leute, gleich sind wir da. Gleich gibt es noch mal ein bisschen Action hier. So als gute Nacht. Abschiedsevent. Ah, hier geht ja richtig was los hier. Ah, hier steigt richtig der Bär. Das Geschäft scheint zu laufen, so würde ich sagen. So. Ey, wo ist denn mein Motorrad weg? Ach. Hallo, der Herr. Hombre. Puto. Matre. Wollt ihr Jungs wirklich mit mir spielen? Na, auch sowas von. Siehst du doch. Ich wollte gerade sagen, komme ich hier gar nicht durch die Häuser durch. Da sind noch welche. Warum schießt denn der da oben schon wieder auf uns? Ist das schon wieder zum Kotzen? Zum Kotzen ist das. Der will immer einen Aschenbecher haben, ich weiß doch nicht. Alles Raucher hier, oder? Ja, wir töten mal die Handlager. Ich denke mal, wie mein Handlager. Handlager. Muss aber auch erstmal drauf kommen. Da haben sie bestimmt den Azubi übersetzen lassen.
Hast du schon mal übersetzt? Wow, so weit Freunde, ich kann das. Ich weiß, was Handlager sind. Na? Verlasst euch auf den. Der Junge hat's drauf. Kleine Munition. Na dann. Ich glaube, ich soll nicht mit dem Scharfschützengewehr losgehen. Keine gute Idee. Die schießen ja alle nur mit solchen Waffen. Was ist denn das für Käse? Handgranate, danke Rigo. Ich sollte mir, glaube ich, dann noch mal eine andere Waffe zulegen. Verdammt. So. Was auch meine Subtiente ist da. Hat gereicht. 30 Mumpel. Ging noch schneller als erwartet. Villa Bonita. Na, 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 na. Ja, ich weiß. Ich soll es mit dem singen lassen. Sorry, wenn eure Schuhe weggelaufen sind. Manchmal überkommt es mich. So. Nachladen kann man nicht. Geil, hier oben hier hast du Maschinengewehr. Ich glaube, hier oben hast du auch Ruhe. So, da wir ja gesagt haben, es ist der letzte Fight, gucken wir mal kurz auf der Karte, wo wir hier eine Homebase haben. Da würde ich sagen, fliegen wir sogar dahin, wo gleich dieses komische Etwas ist. Dann sind wir in der Nähe. Dann sollten wir da auch einen Hubschrauber haben. Dann können wir noch die blauen Punkte uns nächste Woche, sag ich schon, ich bin durch, morgen holen. Ja, nächste Woche. Ich gehe gleich ins Bett. Ja. So, wir fliegen noch ein bisschen Hubschrauber. Wenn da die Plattform war, müssen wir, glaube ich, schon runter. Genau. Muss ein bisschen höher, damit ich nicht vom Baum, vor dem Baum, vor den Fels hier krache. Sehr schön sieht das aus hier oben. Alles so friedlich und so ruhig. Keiner, der schreit, halt Bürger, stehen bleiben. Ich will schießen, aber das nervt nicht. Das ist das schön. Jetzt hier noch eine Waffe dran montiert. Das war übrigens auch geil in Teil 3. Da konntet ihr euch in einer gewissen Entfernung, wo der Feind nicht hinkam, hinpositionieren, Raketen schießen, habt alles platt gemacht, ohne Alarm auszulösen, ohne selbst drauf zu gehen. Top. Was ist denn hier? Wir sind einmal hier in der Nähe. Die können wir uns fix mal holen, oder? Ich komme schon wieder vom Eintel ins Tausend. Hallo, runter, 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 runter. Kann ich überhaupt landen? Ja, sollte eigentlich stabil gehen. Da unten, glaube ich, klingt es schon. Da müsste sich was drehen, genau. Kann man sogar schön runtergehen hier. Sagst du nichts mehr, ne? Bin selber begeistert. So, Blackbox gesammelt. Rein hier. Sie haben zwei Blackboxes gefunden. Ja, da hat man schon mal mehr. Jetzt muss ich noch mal kurz auf der Map gucken, welche Richtung. Warum denn Screenshot? Digga, was ist denn mit dir nicht richtig? Hör auf mit dem Mist. So. Jetzt geht's erstmal zu dem Unterschlupf. Da wird gespeichert und dann geht's ab in die Haierbettchen für uns alle. Ne? Also ihr in eures, ich in meins. Eine Runde geheiert und dann gucken wir, dann sehen wir uns ja morgen schon wieder. In alter Frische.
So, da ist auf alle Fälle so eine kleine Unterkunft. Da muss ich auch hin. Muss nur schauen, wo ich denn da speichern kann. Aber wie gesagt, von hier oben sieht alles schön aus, falls der Schatten wieder so weit fällt. Hammer. So umgefallen, kaputt gegangen. Na, ist so perfekt geparkt. Könnte man so gleich wieder wegfahren. So, das ist das Hotel. Okay, hier haben wir damals die Tante kennengelernt. Ist zu. Warum das? Ich dachte, das ist ein Unterschlupf. Hallo, habt ihr geöffnet? Ah, wegen Corona geschlossen, verstehe. So, hier ist das und hier ist das. Hier gehen wir mal hin. Hier ist der Speicherpunkt. Ich möchte aber erstmal mich noch komplett healen. Sehr schön. Haben wir nicht noch irgendwo Waffen hier stehen? Hat die irgendwer von euch gesehen? Na gut, dann würde ich sagen, Spiel speichern. Wir sagen ja. War erfolgreich, gehen hier raus. Gucken wir mal kurz auf der Map, was wir heute alles geschafft haben, weil heute haben wir wirklich gut geschafft. Haben auch gut aufgeräumt. Das heißt, morgen können wir dann hier so in diesem Bereich um den Vulkan mal ein bisschen aufräumen. Vorher würde ich allerdings noch mal schauen, weil das Rennen haben wir. Müssten wir hier dieses eine Montana, Montano oder wie es heißt, Unterschlupf platt machen. Das sollten wir auch recht schnell hinkriegen. Die Kisten noch bergen. Und dann sind wir hier unten eigentlich safe. Das Rennen bin ich auf alle Fälle gefahren. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Aber das müsste das Komische gewesen sein. Werde ich ja sehen, wenn ich da morgen mal hinreise. Dann haben wir es ja. Und dann können wir uns eigentlich hier dem Vulkan widmen. Und dann hier rüber. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Von daher heißt es jetzt ab ins Bettchen, frisch gestärkt, sehen wir uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, danke euch allen, die reingelurkt haben, waren ja doch ein, zwei mit dabei. Wie gesagt, vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht sieht man sich wieder. Ich würde mich freuen, bis dann, schlaf gut und wir sehen uns.